Hallo und herzlich willkommen im Car Ranger Einblick. Heute werfen wir gemeinsam einen Blick auf einen 2007er und auf einen 2014er VW Phaeton. Beim VW Phaeton ist es nicht mal nötig, eine weitere Modellbezeichnung dazu zu geben, denn es gibt genau einen Phaeton und der wurde von Ende 2001 bis Anfang 2016 gebaut. Eine sehr lange Zeit, Grund genug, dass wir mal schauen, was hat sich denn über die Jahre eigentlich so verändert. Und VW hat gesagt, wir wollen das beste Auto bauen. Und ob es wirklich das beste Auto ist, ja genau das wollen wir heute rausfinden. Wie immer schauen wir mal auf Design, Technik, Innenraum, fahren eine Runde und gucken mal, was man denn so für sein Geld bekommt. Vorab mal ein bisschen mehr Geschichte und Trivia als sonst üblich. Das hat gleich zwei Gründe. Das erste wäre, der Phaeton steht auf meiner geheimen Liste von Autos, die ich liebe, was eigentlich keiner erfahren soll. Und steht damit so Autos wie mit einem Renault Avantime oder einem Saab 9.5 oder einem Opel Senator 3024V. Ja, und dann das zweite ist, es fängt auch schon beim Namen an und alle sagen, oh, du kannst ein Auto doch nicht Phaeton nennen. Das ist doch der das ist doch der Sohn vom Sonnengott und der ist mit dem Wagen da runter. Aber doch, dieses Auto muss Phaeton heißen. Und ich glaube, ich habe die Gedanken des Herrn Piech nachvollziehen können. Denn alle sagen so ein bisschen, das war sein großes Werk. Er wollte das beste Auto bauen. Und wenn man sich überlegt, wer war Phaeton denn eigentlich? Phaeton, das erste, war irgendwie Sohn von Eos. Ich möchte nicht sehen, wie ein Eos ein Phaeton gebärt, das wäre so das erste. Aber vielmehr ist noch, okay, im Team wurde gesagt, du bist der Sohn vom Sonnengott. Dann sagt andere, du bist es gar nicht, das ist nicht dein Vater. Dann geht er so hin und er sagt, ja okay, komm, du hast einen Wunsch frei. Was macht man dann als junger Mann? Man sagt, okay, ich will deinen Sonnenwagen, ich will dein Carrera GT und will mal eine Runde drehen. Und er sagt, die Kupplung und so, das kriegst du nicht hin. Fahr damit nicht. Er fährt trotzdem. Schreckliches Chaos, totale Verwüstung, Zucker verstreut. Ja, was passiert? Zeus kommt an, wirft einen Blitz. Phaeton, fällt zugrunde, fällt in einen Fluss und ist tot. Und jetzt kommt das Gute bei griechischer Mythologie. Er hat natürlich einen Geliebten, der mit ihm verwandt ist. Und der ligurische König. Und das war Cygnos. Und er geht natürlich sofort hin, möchte sich um Phaeton kümmern. Und ja, er weint natürlich bitterlich und dann kommt Apollo an und verwandelt ihn in einen Schwan, was zufällig im Lateinischen auch Kyknos heißt. Ja, was ist jetzt die Pointe an dem Ganzen? Nur deswegen gibt es die Formulierung Swansong oder Schwanengesang, so der letzte große Gesang eines Dichters, Denkers oder von irgendwelchen anderen wichtigen Menschen. Bei manchen heißt das einfach schon must go on. Bei Piech war es etwas anderes. Er hat gesagt, ich mache meinen Schwanengesang und nenne ihn Phaeton. Denn nur deswegen gibt es überhaupt einen Schwanengesang. Er ist ganz am Anfang zurückgegangen und hat einfach mal eine Liste mit 10 Anforderungen aufgestellt. 10 Anforderungen, die Hälfte der Ingenieure dazu getrieben haben, direkt den Raum zu verlassen und zu sagen, das ist unmöglich, das geht nicht. Die bekannteste Anforderung, über die man spricht, ist das Auto. Egal welcher Phaeton, es ging natürlich vor allem am Anfang um den W12, muss den ganzen Tag bei 40 Grad Außentemperatur und 22 Grad Innentemperatur zugfrei bei der Klimaanlage 300 km/h fahren können. Dann sagt natürlich der durchschnittliche Wichter, du bist doch völlig plemplem, wie soll das thermisch funktionieren bei der Außentemperatur, hohe Temperaturen, innen alles zugfrei. Und man wollte das beste Auto bauen und man hat halt damit angefangen, dass man erstmal das beste Werk baut. Eine gläserne Manufaktur mit hölzernem Boden, hellen Wänden, viel Glas, wo man sehen kann, in Handarbeit entsteht hier das beste Auto der Welt. Und nach diesem langen Vorwort kann man jetzt zur eigentlichen Modellgeschichte kommen. Man hat also ab Ende 2001 die Modelle gebaut und vorher, auf der IAA 1999 hat man das Konzept Auto D1 vorgestellt. Da sieht man auch gut, was die Marken damals so für Interessen hatten. VW stellt den D1 bzw. den Phaeton vor, Toyota zeigt den Prius und BMW zeigt den Z8. Naja gut, an der Stelle ist also nur Toyota sich irgendwie in den letzten 20 Jahren treu geblieben an der Stelle. Ja, und dann mit der Zeit wurde natürlich einiges verändert. Es gab GP1, 2, 3 und 4, also 2007, 8, 10 hat man dann und auch 14 hat man dann die jeweiligen Facelifts vorgenommen. Ja, und hier haben wir jetzt einen GP1 und dann kommen wir auch direkt zum Design. Denn das Große, woran man GP1 gut erkennt, ist, dass wir hier LED-Tagfahrlicht haben. Wir haben hier unten diese Spange, das heißt, man hat die Front ein bisschen dezent verändert. Ja, man hat auch zum Beispiel den Dieselmotor von 224 auf 232 PS ein bisschen angehoben und man hat auch an der Ausstattung hier und da schon nachgebessert.
Dann ein Jahr später gab es ja schon das nächste Update, da kam dann sowas wie ein Touch-Navi, da kam die Rückfahrkamera mit dazu. Und dann 2010 hat man gesagt, es kommt der neue Phaeton. Ja, und dann GP3 und 4 sind diese neuen Phaeton-Modelle. Und auf den ersten Blick sieht man schon, okay, hier vorne hat sich wirklich alles grundlegend verändert. Es war also nicht nur eine kleine Veränderung, sondern eine große Produktpflege trifft es in dem Fall wirklich sehr gut. Und hier scheiden sich so ein kleines bisschen schon die Geister. Finde ich den hübscher oder finde ich den hübscher? Ich finde, beide haben ja auf ihre Art und Weise etwas. Besonders finde ich allerdings gar nicht mal das Design, sondern die Technik, die dahinter steckt. Wir haben hier zum Beispiel Scheinwerfer-Waschdüsen. Das haben alle Autos mit Xenon in Deutschland per Gesetz schon vorgeschrieben. Der Unterschied ist allerdings, ja, sie sind seriell. Das heißt, in dem Moment, wenn ich ziehe, kommt erst die eine Seite und wenn sie fertig ist, kommt die andere Seite. Sowas nenne ich clever, einfach unter dem Gesichtspunkt, tja, ich kann immer etwas sehen, auch wenn es dunkel ist. War der Phaeton ein großer Erfolg mit diesem Design? Na, nicht so wirklich. 84.235 Autos haben die gläserne Manufaktur verlassen im Laufe der Jahre. Die meisten in Deutschland wurden 2005 zugelassen, international 2011. Ja, ganz einfach, weil der chinesische Markt irgendwo mit dazukommt und dort möchte man große Autos. Und wenn man sich das Ganze jetzt mal hier von der Seite anschaut, ja, dann merkt man auch, dass wir hier vor zwei großen Autos stehen. Und wir haben es heute geschafft, die beste Auswahl zu haben. Wir haben nämlich einen langen und einen kurzen. Wobei der kurze 5,06 Meter lang ist und 1,91 Meter breit und ja nachgemessene 1,45 Meter hoch. Das heißt, wir haben immer ein sehr, sehr massives Auto. Ja, und darum macht der Phaeton gar keinen Hehl. Das heißt, viele sagen, ja, es ist doch ein großer Passat, aber er will gar nicht als mehr wahrgenommen werden, denn beim Phaeton kommt es dann halt doch tatsächlich auf die inneren Werte an. Das heißt, doch hier an der Seite denkt man im ersten Moment, ja gut, da fällt da gar nicht so viel auf, aber es sind halt die schlichten Details, wie zum Beispiel diese Zierleisten, die aus dem Vollen geschnitzt sind. Da denkt man sich erstmal, ja, eine Zierleiste, aber wer ist denn so wahnwitzig und macht hier vorne und auch hier hinten noch so ein Stückchen von der Stoßleiste? Einfach nur, ja, es ist unglaublich teuer in der Produktion, aber damit es dieses kleine bisschen besser aussieht. Und das ist auch was, wo man beim Gebrauchtwagenkauf mal ein bisschen genauer drauf schauen muss, denn hier an den Leisten und auch hier oben an den Schaftleisten. Ja, Alu, Stahl zusammen, das Ganze korrodiert manchmal so ein bisschen, muss man mal schauen, ob es mal Pläschen gibt. Und bei gefühlt allen Phaetons, die man kaufen kann, wurde im Laufe der Zeit mal die Tür beziehungsweise alle vier Türen nachlackiert. In dem Fall sehen wir noch schön, dass wir hier ein Individual haben. Es wäre jetzt natürlich frech, wenn ich sage, dass das I mich so ein kleines bisschen an Irmschau erinnert und das habe ich jetzt besser nicht gesagt. Wir sehen in dem Fall auch, dass wir ein Solardach haben. Ja, so eine tolle technische Innovation, die es beim Volkswagen-Konzern eine Zeit lang gab. Und ich glaube auch der Phaeton 2014 dürfte so ziemlich das letzte Auto gewesen sein, was das Ganze noch tragen durfte. Ja, und dann, wenn man der Linie mal folgt, einmal hier wirklich eine klassische Limousinenform. Wir sehen auch in dem Moment hier die schönen Türgriffe. Auch da muss man halt auf diese korrodierenden Stellen achten. Dann, wenn man ganz hinten angekommen ist, merkt man erstmal auch hier alles, ja, sehr clean gehalten und überall hat man diese perfekten Spaltmaße. Das heißt, man wollte wirklich das beste Auto, das in Handarbeit, ja, unter den Augen des Publikums zusammengebaut wurde. Das heißt, selbst meine Rückleuchten haben hier irgendwie Füßchen und ähnliches und alles wird auf den letzten Millimeter eingestellt. Und die meisten würden jetzt hier irgendwo einen Türgriff suchen und sind erstmal so ein kleines bisschen verzweifelt. Das ist natürlich kein Problem. Denn ich kann hier einfach mal sanft klicken und mir ein kleines bisschen Zeit nehmen. So, und dann hake ich erstmal das ganze Pragmatische irgendwo ab. Das sind 500 Liter Kofferraumvolumen, die ich bekommen könnte. Wäre hier nicht so eine riesige Box, die kein Subwoofer, sondern tatsächlich ein Kühlschrank ist. Das Ganze hat nochmal 2000 Euro damals extra gekostet. Das heißt praktisch, ja, von der Öffnung her ist das völlig in Ordnung. 500 Liter ist absoluter Limousinenstandard. Ein E32, ein E38... Der F01, den man sagt, alle 7er BMWs, alle 500 Liter Kofferraumvolumen und sowas habe ich auch beim Phaeton. Das heißt, da hat man sich an den Limousinenstandard gehalten, aber jetzt kommen die Dinge, die wirklich besonders sind. Das fängt zum Beispiel hier ja einfach bei der Konstruktion der Scharniere für den Kofferraum an. Das heißt, das Ganze ist nicht nur massiv und für die Ewigkeit, es ist auch einfach eine Augenweide, was man sich da überlegt hat. Und ja, dass man etwas Besonderes erwarten kann, das hat der Phaeton-Kunde von Anfang an mitbekommen. Das heißt schon, indem er sein Auto bestellt hat, hat er hier dieses tolle Buch bekommen und dann dachte er sich, okay, irgendwann demnächst kriege ich also mein Auto und dann gibt es auch hier noch mit Unterschrift von Martin Winterkorn und ich kann erfahren, was mich in Zukunft erwarten wird und bei Auslieferung kriege ich noch ein weiteres dickeres Buch. Vielleicht auch für die Leute, die chauffiert werden. Und dann kann ich mir die Zeit nehmen, das Ganze zu lesen und ich bekomme noch so einen schönen Schreibblock mit einem Phaeton-Stift. Wenn ich Big, Big Business mache, in meinem Viersitzer Phaeton sitze. Wenn ich mal kein Big Business machen kann, weil mein Auto nicht anspringt, muss ich zur Batterie. Ich habe tatsächlich links und rechts, ich habe zwei Batterien bei dem Auto. Das ist natürlich immer so eine Sache.
ich habe unglaublich viele Verbraucher im Innenraum und das merkt man halt an allen Ecken und Enden. Und das ist auch so ein bisschen bei den ersten Jahrgängen ein kleines Problemchen gewesen. So, und dann machen wir das Ganze hier wieder zu. Und jetzt würde sich der ein oder andere manchmal fragen, und wie filmen wir das auf? Was passiert denn eigentlich, wenn jetzt der Strom weg ist? Wie komme ich denn hier ran? Die erste einfache Lösung war, ich flexe mein VW-Logo weg, kommt dann in das Innere und kann für 54 Euro das Teil wieder tauschen. Super Idee. Und später war es wohl einfacher, indem ich mein Rücklicht einschlage. Beziehungsweise bei den ersten Jahren geht das. Das sind tolle Ideen für Probleme, die man früher wahrscheinlich gar nicht hatte. Ja, aber Probleme hat man garantiert nicht, ja, wenn man Richtung Innenraum geht. Und das Schöne ist, wir können uns hier erstmal gemeinsam diese Tür anschauen. Bei der Tür könnte ich jetzt schon die erste halbe Stunde verbringen, was man von anderen Autos kennt. Ja, ich habe hier Rollos, die ich hochziehen kann. Das ist nicht elektrisch, weil wir ein bisschen oldschool unterwegs sind. Aber ich habe hier Leder, ich habe Pappelholz, ich habe weiteres Leder, 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 Leder. Und was ich zum Beispiel schön finde, sind solche Details hier. Das heißt, ja, bei vielen Autos habe ich Reflektoren an den Türen, damit man einfach sehen kann, okay, die Tür ist offen, ich fahre nicht davor. Hier ist es nicht nur ein Licht, nein, das Licht ist noch eingefasst zusätzlich. Und ja, hier ist natürlich auch alles aus Leder. Also das ist ja Qualität und höchster Anspruch. Dazu auch diese Individual-Einstiegsleiste. Man wollte das beste Auto bauen. Und da hat man halt Details, ja, die ich sonst bei keinem Auto so wirklich kennen würde. Wenn ich zum Beispiel mal nach hinten oder hier in die Mitte lange meine Hutablage, ist beledert, ein Extra für 950 Euro. Ja, sowas bekommt man selten. Auch, dass mein Holz zum Beispiel hier komplett mit über die B-Säule läuft, damit es auch mit dem Holz vorne ja an einem Guss übergeht. Und dann hier, ich habe Captain's Chairs, also Einzelarmlehnen hinten. Das ist purer Luxus. Davor auch ja separate Getränkehalter. Und hier haben auch nochmal so eine Taste, damit sie hier ganz sanft wieder nach oben kommen. Ich habe hier meine Sitzeinstellung. Ich habe Memory-Sitze hinten, die auch noch belüftet sind, und ich habe hier davor mein extra großes Klimadisplay, bei dem ich alles einstellen könnte, und darunter auch, wenn man bedenkt, man hat immer diese Regelung, wie viel Luft darf denn eigentlich gerade aus meinen Düsen kommen, hier gibt es auch quasi null und maximal, und darunter, das sehen wir dann vorne ein bisschen besser, habe ich tatsächlich so eine LED-Anzeige, weil einfach an so einem Rädchen drehen, ha, das wäre ja viel zu einfach. Ich persönlich finde es halt wirklich toll, dass ich hier ja Türtafeln und alles weitere beledert habe. Platzangebot, wir sitzen in der kurzen Version. Ja, ist absolut fürstlich, in der Breite natürlich auch, es sind Viersitzer, das heißt, ich werde hier immer meine Ruhe haben. Der einzige Punkt, wo es ein bisschen knapp werden kann, ist vielleicht nach oben am ehesten, das heißt, wenn ich mich sehr recke und strecke, schaffe ich es hier ganz nach oben zu kommen. Dafür entschädigt mich dann wieder der Griff, denn selbst hier an der Stelle habe ich noch mein Pappelholz. Ja, Breite, Länge, an der Stelle überhaupt kein Problem. Ich habe auch noch zusätzliche Lüftungsdüsen hier unten in der B-Säule, das hat man bei vielen ja hochwertigen Autos. Was wir aber auch haben, ist hier noch eine zusätzliche Lüftung. Ja, ein Anspruch vom Herrn Piech war es, die Scheiben von einem Phaeton beschlagen nicht. Punkt. Ja, und das haben die Ingenieure natürlich sehr ernst genommen und haben das Ganze auch umgesetzt. Wenn man wieder ein bisschen praktischer denkt, ich habe hier Verstaumöglichkeiten, ich habe Verstaumöglichkeiten hier in der Tür und einfach solche Sachen wie, dass ich hier einfach mal sanft drücken kann und dann habe ich ja nicht nur einen Aschenbecher, sondern habe auch meinen eigenen Anzünder auf beiden Seiten und darüber wird das Leder, die ganzen Chromelemente, und ich kann auch hier immer sagen, Türen auf, Türen zu, denn hier hinten sitzen wahrscheinlich weniger Kinder als die Leute, die die eigentlichen Entscheider sind in einem Viersitzer-Väter, und dann kann ich auch entscheiden, ob meine Türen offen sind oder nicht, und selbst hier nochmal alles in Chrom eingefasst. Das war jetzt der 2007er Phaeton und jetzt springen wir mal gemeinsam in den 2014er. Im 2007er Phaeton hatten wir eben also puren Luxus hinten. Jetzt haben wir den 2014er und bevor wir jetzt reinspringen, fällt das mir auf, die Tür sieht irgendwie ein bisschen länger aus. Eben hatten wir den kurzen mit 5,6 Meter, jetzt haben wir hier einen langen 5,18 Meter ist das gute Stück dann lang. Das ist sehr ja, parkplatzfreundlich. Der Wendekreis wird übrigens auch einen halben Meter größer. Ja, so wie diese Tür, die ist halt einfach länger, denn die 12 cm sind natürlich für die Passagiere hinten gedacht. Und der Phaeton eben waren Viersitzer mit sehr guter Ausstattung. Jetzt haben wir einen Fünfsitzer mit ebenfalls sehr guter Ausstattung. Wird mir auch schon gesagt, mit VW Exclusive das Ganze. Daher auch der, die Türen hier komplett wieder mit Leder. Und dann allein schon der Einstieg, den ich hier habe, da habe ich es wirklich einfach. Und in dem Moment, wenn ich einsteige und hier sitze, fährt erstmal die Kopfstütze für mich nach oben. Ja, denn wenn sie nicht gebraucht wird, ist sie unten. Das sind halt diese ganzen Phaeton, ja, Gedankengänge, wie mit der Scheinwerferreinigungsanlage oder den Kopfstützen, die entweder da sind, wenn ich sie brauche, oder weg, wenn halt eben niemand mitfährt. So, und dann machen wir es uns bequem. Ich hatte eben keine Chance, mit meinen Knien irgendwo vorne anzuecken. Also das jetzt hier hinten, mir fallen viele Dinge ein, die ich hier hinten machen könnte. Und nur weniges davon kann ich irgendwie aussprechen. Ich habe auf jeden Fall noch eine dritte Kopfstütze. Da willst du 5 Sitze haben. Die kann ich mit so einer Lasche einfach nach vorne klappen. Oder kann sie auch wieder hinten versenken.
Da habe ich so einen Griff drunter. Das ist sehr simpel und eine gute Idee, finde ich. Ich habe dann dementsprechend eine Mittelarmlehne gemeinsam für mich und den zweiten Passagier hinten getrennt. Sind dann aber dann doch die Getränkehalter. Denn wenn ich nur einen brauche, benutze ich nur einen. Meine ganzen Lüftungselemente, das ist ja alles sehr ähnlich. Man hat nur ein bisschen die Farben ja, heller gemacht von den einzelnen Bedienelementen. Ich habe immer noch genauso viel Holz und Leder und es fühlt sich genauso wertig an. Und ich habe auch hier im Fünfsitzer die Möglichkeit, meine Sitze zu beheizen oder eben auch zu belüften. Nur auf die Massage, die ich eben im Viersitzer hatte, auf die muss ich jetzt wohl leider verzichten. Dafür habe ich eine ganz andere tolle Idee. Ich habe hier in der Mitte so ein Klimadisplay und dann kommt es mir so ein Stückchen entgegen und dann kommen wirklich die Bentley-Gefühle bei mir auf, indem ich sage, 19,5 möchte ich nicht, möchte 20 Grad oder 21 und kann hier meine Lüftung und alles weitere einstellen, habe ein Hauptmenü, ja, wo ich auch noch Fahrzeugdaten sehen kann und alles weitere. Das heißt, ich kann hier hinten ganz einfach die Geschwindigkeit sehen, wenn mir dieses Display da vorne zu weit weg ist. Schaue ich einfach hier drauf. Ja, also das ist schon so ein bisschen an der Ecke zur Dekadenz, was ich hier bekomme. Und ich habe auch ganz genauso wieder diese LED-Anzeigen, wie stark ja hier das Ganze rausblasen darf. Und dann sehe ich in der Kopfstütze vor mir, im Moment, da ist da ein Display und bei meinem Passagier daneben auch. Und man hat hier unten auch noch die Möglichkeit, Videodinge anzuschließen und Kopfhöreranschlüsse und ähnliches. Und ja, es gibt natürlich das Ganze ab Werk schon mit dabei und ich habe hier auch mein Täschchen, wo meine Kopfhörer mit da sind. Und dann kann ich hier hinten einfach ja sitzen, kann über meine Kopfhörer das Ganze genießen und habe einfach unendlich viel Platz und weiß, dass ich hier exklusiv unterwegs bin. Das heißt, die Unterschiede jetzt zwischen den einzelnen Modellgenerationen, ich habe bei beiden Leder, Holz an allen Ecken und Enden, ob ich einen Vier- oder Fünfsitzer brauche, bleibt eine Gewissensfrage. Aufpreis für den Viersitzer 13.000 Euro Neupreis. Dafür gab es doch ganz schön was an Ausstattung wie die Memory-Sitze und Co. Der Fünfsitzer ist halt wahrscheinlich die praktischere Alternative. Ob ich eine Langversion brauche? Naja, unhandlich ist das Auto eh. Von daher macht es jetzt den Kohl eigentlich nicht mehr fett. Aber diesen Platz, ja, den muss man irgendwie zu genießen wissen. Phaeton? Ja, das waren luxuriöse Kutschen, das waren luxuriöse Autos in den 20ern und 30ern. Die hatten aber auch immer in ihrer Definition so ein bisschen drin, Fahrerautos zu sein. Naja, ob der Phaeton jetzt wirklich ein richtiges Fahrerauto ist, ja, das wage ich ein bisschen zu bezweifeln. Aber wir gehen jetzt mal nach vorne und schauen uns den Fahrerarbeitsplatz an. Wenn man dann hier vorne als Fahrer Platz nimmt, ist es fast noch ein Tick extremer als hinten. Ich habe auch wieder eine Individualeinstiegsleiste. Ich habe das Ganze auch nochmal auf meinen Kopf stützen. Was mir aber als erstes hier mit auffällt, sind ja die Sitzverstellmöglichkeiten. Das sind 18 Wege, was schon recht viel ist. Da ist auch ein Schalter einfach nur mit einem Pfeil nach oben, Pfeil nach unten. Und der ja macht tatsächlich einfach die Höhenvorstellung von meinem Gurt. Das heißt, bei vielen Autos geht es ja gar nicht. Oder manuell, hier geht es natürlich elektrisch. Und auch unten die Position von meinem Gurt ist in so extra Metall eingefasst. Und die Dinge, die hier mit Metall aussehen, sind tatsächlich auch Metall. Zum Beispiel hier vorne habe ich also Captain's Chairs, also einzelne Armlehnen. Und ja, die sind einfach aus den Vollen gefräst und sehr massiv. Oben natürlich Leder und ich kann sie öffnen, um noch ein bisschen Platz zu haben. Das sind so die wertigen ja, Dinge, die ich hier bekomme. Und Wertigkeit und Materialien, ja, das ist genau das Thema, um das es hier geht. Das heißt, ich habe hier oben das Leder auf der Tür, auf dem Armaturenbrett, was wirklich sehr, sehr schön vernäht ist. Und ich habe halt auch mein Holz, bis ich dann tatsächlich mal ein bisschen ja, Luft von der Klima brauche. Allgemein die Klimaeinstellungen, die ich hier habe, ja, sind sehr vielfältig. Und wenn ich dann sage, ja, ich möchte gar kein Licht entgegengeblasen, gar kein Licht, gar keine Luft entgegengeblasen bekommen, kann ich einfach sagen, nein, unten ist okay und oben ist okay. Ja, und dann wird natürlich für mich entsprechend oder auch für meinen Beifahrer das Ganze geschlossen. Und ich kann auch hier sagen, ob das Ganze synchron oder eben auch nicht synchron ist. Sowas hat man heute in Autos dann eher selten. Das ist ein bisschen oldschool. Das ist das System, was es ja den ersten Phaetons gab, bis dann 2008 beim GP2 auf ein Touch-System umgestellt wurde. Und bei den neueren GP3, GP4, ja, da habe ich dann ein noch neueres, besseres System an der Stelle. Das sind halt so die paar klassischen Elemente, die ich mit hier habe. Allgemein die Klimaanlage war mit eins der Highlights. Ich habe immer eine Vierzonenklima mit an Bord. Denn der Pech hat da drauf bestanden, dass das Ganze zugfrei ist. Und jetzt im normalen Fahrbetrieb hätte ich quasi einfach dieses durchgehende Holz. Bis zu dem Moment, wo ich sage, nein, ich brauche tatsächlich Luft oder es einfach von der Temperatur her nicht anders geht, dann bekomme ich diese Düsen und noch drunter habe ich diese kleinen LEDs, die mir anzeigen, wie viel oder wie wenig Luft kommen darf. Das hätte man alles einfacher lösen können, als auch zum Beispiel hier zwischen Blau und Rot bei der LED umzuschalten. Da hat man halt tatsächlich viel Mühe mit ins Detail gesteckt und das merkt man an allen Ecken und Enden.
Das merkt man auch, wenn man allgemein hier ein bisschen tiefer schaut. Man hat ein paar Vorwahltasten fürs Radio. Allgemein hat die Tasten hier für Multimedia. Der Automatik-Wählhebel ist mit eins der Highlights. Wir haben also diese T-Form, Leder, Holz, die Chromelemente, nochmal welche Motorvariante ich habe. Und es hat einfach dieses mächtige Schubhebelgefühl und drumherum halt noch viele Details mit. Selbst ja die Deaktivierung für mein Beifahrer-Airbag. Selbst hier haben wir Metall. Und dahinter die Verstellung für meine Fahrwerkshöhe. Es gibt normales und ein hohes Niveau. Hohes Niveau, mal um einen Bordstein und Co. zu erklimmen. Und ich kann noch meine Dämpferhärte mit einstellen. Das sind so die kleinen Details. Natürlich weiß der Phaeton auch, wenn ich dann bei über 120 bin, macht das ein hohes Niveau keinen Sinn mehr und wird mich automatisch absenken. Und davor ja, gibt es hier noch mal so ein paar Aschenbecher, damit ich nicht nur hinten einzelne Asche habe, sondern auch vorne. Aber das Holz, was sich bis ganz hier vorzieht und davor ist alles oder darüber ist alles Leder, das sind halt einfach die Elemente, die das auszeichnen. Selbst meine Getränkehalter, ja, die kann ich so runterdrücken. Und ja, ich habe natürlich eine extra Taste, damit sie sanft wieder nach oben gleiten. Das ist halt genau das Niveau, was man haben wollte. Man wollte halt ja das beste Auto erschaffen. Und ja, bei den Instrumenten hat man dann gesagt, ja gut, dann nehmen wir einfach das Gleiche, was wir schon bei Bentley haben, zumindest das Infodisplay in der Mitte. Ich kriege natürlich nicht nur meine Wasser, sondern auch meine Öltemperatur, meine Batteriespannung, jede Menge Infos. Und ich sehe nochmal Phaeton. Also der Grund für den Schwanengesang sozusagen wird mir nochmal mitgegeben. Beim Lenkrad muss ich mich entscheiden. Heizung oder Holz? Und da entscheidet sich jeder anders. In dem Fall haben wir hier die beheizte Variante. Lichtschalter, alles in gewohnter Position. Und meine Handbremse ist keine Handbremse, sondern eine Feststellbremse, die ich mit dem Fuß betätige und dann hier mit der Hand lösen kann. Ja, kennt man auch aus vielen Mercedes-Modellen, aber ist einfach der Klasse angemessen. Genauso auch hier vorne dieser durchgehende Lautsprecher. Das bringt dann einfach dieses hochwertige Gefühl. Leder und Holz ist halt das Dominierende hier. Und in den Ecken von dieser durchgehenden Holzleiste sieht man, dass man solche kleinen LEDs hat. Das ist meine Einparkhilfe. Hier habe ich vorne links, vorne rechts und einmal hinten im Himmel in der Farbe des Himmels gehalten, damit das Ganze gar nicht so auffällig ist. Es ist halt ein Chauffeurswagen. Der wird nicht laut rumgepiept, sondern da geht das Ganze ja sehr unauffällig vonstatten. Ja, die analoge Uhr ist so ein bisschen mit mein Highlight und ein weiteres Highlight ist der Spiegel hier, den ich von Hand einstellen kann, ist mit an die Memory-Funktion gekoppelt. Das heißt, wenn ich ihn von Hand verstellt habe und reaktiviere danach meine Memory-Einstellung, verstellt sich der Spiegel tatsächlich elektrisch mit. Darüber ein bisschen Beleuchtung unter das Schiebedach. Wenn man das Solardach hat, hat man halt kein Glas, wo man durchschauen kann. Aber dafür kann man halt Standbelüftung und ähnliche Funktionen haben. Das ist also alles, was wir 2007 schon bekommen haben, ähnelt auch sehr den allerersten Phaetons. Und jetzt ist natürlich so die Frage, ich habe hier viel Sitzkomfort, ich habe hier viel Platz, ich habe hier viel Leder. Kann das denn alles ja die Modellpflege danach noch genauso gut? Und deswegen springen wir jetzt 7 Jahre in die Zukunft. Aus Individual wurde exclusive, wenn ich hier auf die Einstiegsklasse schaue. Und auch der Schlüssel ja, sieht ein kleines bisschen anders aus. Aber dieses erhabene Gefühl beim Einsteigen habe ich noch ganz genauso. Das heißt Lederholz, wohin ich schaue und ja viele Detailveränderungen. Zum Beispiel die Tasten, ja hier für meine Sitzverstellung, die sind jetzt noch erstmal so schön eingefasst. Und das sieht einfach edler aus. Ja, das erweiterte Holz hier, auch hier überall habe ich Holzlauf und man hat das Holzlenkrad mit dazu. Das sind so die Dinge, die mir zuerst auffallen. Ja, die großen Veränderungen ist natürlich hier einerseits alles, was ich rund um Navi und Co. habe, beziehungsweise halt auch, dass meine Klimasteuerung eine komplett neue ist. Und hier oben das Display ist natürlich alles von der Auflösung und Co. ein bisschen ja an die heutige Zeit angepasst worden. So 100% modern wird der Phaeton innen nicht werden. Das liegt einfach daran, ja, es ist ein Auto, was ja Ende der 90er, Anfang 2000er entwickelt wurde. Und man hat so Dinge wie Navi oder auch eine Rückfahrkamera gebracht mit der Zeit. Dinge, die dieses Auto hat. Ja, aber so viel Geld für eine richtig große Entwicklung war nicht da. Dafür gibt es halt hier die besonderen Features. Auch hier kann ich natürlich elektrisch meine Gurthöhe einstellen. Aber was ich zum Beispiel gut finde, ist, wenn ich die Sonnenblende einmal nach unten mache, kann ich sagen, oh, ich spiegel mich ganz normal. Aber wenn mir das nicht reicht, dann kann ich mich auch noch vergrößern. Ich habe noch nie den Wunsch gehabt, sowas in einem Auto zu haben, aber die Tatsache, es zu haben, ist halt tatsächlich einfach gut. Die Verstellungen hier in der Mitte sind ähnlich. Ja, der Automatikwählhebel ist halt dem Ganzen mal zum Opfer gefallen, sieht hier ein bisschen moderner aus. Es ist immer noch das T, aber halt ein bisschen kleiner und schlanker. Dadurch erkenne ich auch besser, dass ich hier tatsächlich so kleine Ascher dahinter habe. Das hatte der andere auch schon, haben wir uns so ähnlich angeschaut. Genauso habe ich auch das Lederarmaturenbrett und meine Einparkhilfesensoren. Das heißt, vieles erinnert mich da. Die Soundsysteme wurden von Lauf
Laufe der Zeit ja von Stück zu Stück überarbeitet. Wir haben dieses Dyna Audio. Davon gab es eins mit 10 und mit 12 Lautsprechern. Das mit 12 Lautsprechern hat dann nochmal knappe 3000 Euro extra gekostet. Das mit 10 tut es tatsächlich in dem Auto auch. Was ich sehr schön finde, sind halt einfach die Details. Das heißt, die Innenraumbeleuchtung, ja, ist beim GP4 auf LEDs getauscht worden. Das sieht ganz schön aus. Hinten hat man noch eine viel größere Leuchtanheit und auch noch extra Schminkspiegel. Aber dass ich hier zum Beispiel ja die Mikros für meine Freisprechanlage extra so in Stoff eingefasst habe und alle, das was ich gesagt habe, alles ist in diesem feinsten Stoff und dazu natürlich auch ja, das Schiebedach. Auffallen tut einem halt so im direkten Vergleich, dass einfach diese Elemente alle heller geworden sind. Ich finde es sehr schön, wenn man die helle Ausstattung hat. Wenn jetzt die Ausstattung dunkel wäre, ja, dann würde dieses Helle so ein kleines bisschen Wertigkeit, glaube ich, schlucken. Und man hat immer noch diese LED-Anzeigen hier unter der Klimasteuerung. Die sind jetzt halt weiß geworden und nicht mehr rot. Wobei es ganz schön ist, ich habe ja hier ja die Temperatur meines Luftstroms sozusagen. Und wenn ich Richtung Blau gehe, ist das Ganze blau. Wenn ich auf Rot gehe, wird die LED auch rot. Sieht ja schick aus. Und die analoge Uhr ist zum Glück ja nicht im Spitzen. Ein Bleistift von irgendeinem Bürokraten sozusagen oder Bürohengst, der zum Opfer gefallen. Ja, und da kommt man dann auch so Richtung Technik. Wir haben hier natürlich Automatik, diese bequemen Sitze und Co. Und wenn wir jetzt mal einen Blick auf die Technik werfen, bin ich froh, dass hier zwei schöne Phaetons stehen, denn Standard waren tatsächlich Stoffsitze. Und ganz am Anfang gab es Phaeton Handschalter mit Frontantrieb. Aber in einen Phaeton gehört aus meiner Sicht halt Allrad. Da gehört auch die Automatik rein und da gehören Ledersitze rein. Und was wir hier so technisch haben, ja, das schauen wir uns mal vorne unter der Haube an. Die Entriegelung der Motorhaube ist erstmal, ja, wie man es bei einem großen Passat erwarten würde, ganz einfach und simpel. So, und ja, beim Thema Technik kann man beim Phaeton ganze Bücher damit füllen oder stundenlang sich Gedanken machen. Die wichtigste Grundfrage, die man sich vorher stellen muss allerdings, was möchte ich denn eigentlich haben? Und in dem Fall haben wir zwei vernünftige Phaetons, denn hier steht erstmal V6 TDI und das steht bei beiden da. Und man sieht auch, okay, die Motorräume sehen erstmal ja, sehr ähnlich aus auf den ersten Blick, bis auf dass die Farbe vom Ölmessstab mal zwischen Orange und Gelb sich sozusagen verändert hat, auch wenn es zwei verschiedene Motoren sind. Aber ja, die Eingangsfrage ist halt tatsächlich, möchte ich einen starken Benziner haben? Zum Beispiel ein W12 für die ganz Verrückten oder ein V8, den ich auf LPG umbaue. Ja, und möchte ich die Sparversion am Anfang, den 6-Zylinder-Handschalter, möchte ich dann später den 280 PS 3-6-Liter 6-Zylinder mit der Automatik. Ja, oder gibt es tatsächlich Mutige, die sagen, ja, es gab doch mal einen V10 TDI. Und ja, den gab es mit stolzen 750 Newtonmeter und 13 PS. Und das ist natürlich ein absoluter Traum für jeden, der ein bisschen was mit Autos zu tun hat. 10-Zylinder, Diesel, 2 Turbos. Er hat allerdings nur Euro 3. Die, ja, die Möglichkeit, Partikelfilter nachzurüsten, kam jetzt sehr spät hinterher. Und das Thema Anfälligkeit ist halt auch was. Beziehungsweise nicht nur die Anfälligkeit. Denn wenn man sich das mal anschaut, die 6-Zylinder füllen den Motorraum eigentlich ziemlich gut aus. Und wenn ich jetzt bedenke, ich hätte hier einen V10 TDI oder einen V12, ja, dann wird das Arbeiten wirklich schwierig. Und wenn ich dann mal einen Anlasser oder ähnliches tauschen möchte, ja, dann bin ich sofort in einem vierstelligen Preisbereich. Ja, und von daher ist es ganz gut, dass wir uns hier die 6-Zylinder Diesel anschauen, denn die sind ziemlich vernünftig. Dieser V6 TDI ist eine so vernünftige Wahl, da ich ihn auch in vielen anderen Modellen bekomme. Egal, ob es ein A4, A6, ein Touareg und ähnliches ist. Das heißt, es gibt viele Modelle und nicht nur ja die paar gebauten Phaetons damit. Und das macht die Ersatzteilversorgung halt irgendwo vernünftiger. Ob man jetzt zwischen 224, 232, 239 oder 245 PS wirklich den Unterschied spürt bei so viel Auto, wage ich zu bezweifeln. Der Mehrwert ist halt eher zwischen den 450 bzw. 500 Newtonmetern, die das Auto bewegen. Und das hat halt auch irgendwo mit dem Gewicht zu tun. Ja, hier so ein GP1 in der kurzen Version könnte 2158 Kilo wiegen. Wenn man dann aber denkt, das ist der Viersitzer, die sind grundsätzlich schon mal so 70, 80 Kilo schwerer aufgrund ihrer Ausstattung und dann die ganze Zusatzausstattung mit reinrechnet, dann ist man bei ungefähr 2,3 Tonnen. Bei 2,3 Tonnen fängt die Langversion vom GP4 gerade mal an. Das heißt, wir haben immer Autos, die sich irgendwo so zwischen 2,15 und 2,4 Tonnen bewegen. Und das ist wirklich viel Auto. Ja, und da hilft mir ein bisschen Kunststoff oder ein paar Alutüren oder ähnliches. Ja, das ist ein Tropfen auf den heißen Stein gewesen. Und darauf muss man auch irgendwo beim Gebrauchtwagenkauf achten. Denn ja, wenn so ein Motor so viel Masse immer bewegen muss, dann ist das anstrengend. Das ist anstrengend für die Turbos oder den Turbo. Das ist aber auch anstrengend für das Getriebe. Und das heißt, aufs Getriebe sollte man mal einen genaueren Blick werfen. Alle haben diese 6-Gang-Automatik und alle haben auch das AirMotion-Luftfahrwerk, was ziemlich unauffällig ist und gar nicht so viel Sorgen macht. Vorteil da ist, ich kann bei Bentley zum Beispiel mal zu den Ersatzteilen schauen. Klingt komisch, ist aber tatsächlich ein Mehrwert. Mehr gebaute Autos, egal ob es jetzt ein Bentley oder ein Panamera oder irgendetwas Vergleichbares ist, macht immer so die Suche ein bisschen einfacher. Man hat aus der Plattform tatsächlich so viel wie möglich einmal rausgeholt.
So viel Masse und der kleine Sechszylinder Diesel, was bringt das für Fahrleistung? Ja, je nachdem, ob lang, kurz, Viersitzer, Gewicht, wir sind immer ja, um die 8,5 Sekunden, die er auf 100 braucht. Und man ist so bei 2,36, 2,38 Höchstgeschwindigkeit. Das variiert also ein kleines bisschen von Jahr zu Jahr. Der große Mehrwert von diesem Motor soll auch das Thema Verbrauch sein. Das heißt, er ist mit 8,5 Liter angegeben, während der Freund hier mit 9,4 Litern angegeben ist. Und auch in Realität ist so ein halber bis ein Liter machbar, den man irgendwo weniger verbraucht. Ich persönlich rate zu den Modellen mit 239 und 245 PS. Warum? Einerseits ist es meine eigenen positiven Erfahrungen, dass es da einfach ein bisschen besser harmoniert. Zum Beispiel die Injektoren sind andere und machen weniger Probleme. Ja, Abgasgegendruck, AGR, all solche Themen hat man immer bei allen. Aber ein großes Thema ist halt auch, ja, wie sieht es eigentlich mit der Abgasnorm aus? Und da hätten wir den V10 TDI, Euro 3. Nicht kaufen, außer man möchte einen Partikelfilter nachrüsten. Dann hat man die mit 224, 232 PS, da ist man dann schon bei Euro 4. Ja, ich habe eine grüne Plakette, aber man kennt die aktuellen Diskussionen. Bei den 239 und 245 PS ist man dann bei Euro 5 unterwegs und es gibt dann schon so ein bisschen besseres Gefühl. Alle sagen natürlich, ich hätte gern Euro 6. Ja, die einzige Möglichkeit, Euro 6 zu bekommen, ist der V8 mit Rad, 35 PS. Es bleibt dennoch ja der solideste Motor. Auf was achte ich sonst so beim Gebrauchtwagenkauf? Wie gammelig ist hier oben eigentlich alles? Das Thema, wie läuft man Wasser ab, ist ganz entscheidend. Ansonsten säuft er gerne mal ab. Ich muss auch immer bedenken, ich habe eine AGM-Batterie mit an Bord. Die dürfte nicht allzu alt sein. Ansonsten kriege ich diverseste Fehlermeldungen, die auch so ein bisschen ja Phantomerscheinungen sind. Und ich mache mir Gedanken über Dinge, über die ich mir gar nicht Gedanken machen sollte. Also beim Kauf auch mal darauf achten, wie alt ist tatsächlich meine Batterie? Er spielt bei diesem Auto tatsächlich eine große Rolle. Viele berichten ja über Radlager, die ein bisschen schneller verschleißen, wo man nachher schauen müssen. Dann haben wir das Problem hier an den Schaftleisten, an den Zierleisten, was das Thema ja Korrodieren und ähnliches angeht. Und das große Ganze bleibt halt, ich habe unendlich viel Elektronik hier im Auto. Ich muss alles mal ausprobiert haben. Und nur weil es gestern funktioniert hat, bedeutet es nicht, dass es morgen immer noch funktioniert. Und entweder ich habe das Geld, um es jemanden reparieren zu lassen oder ich kann es selber tun. Ja, und da muss man halt so ein bisschen nachschauen. Wenn man zum Beispiel hier sieht, ich habe ja so offen den Radarsensor. Wenn da zum Beispiel mal was defekt ist, muss ich ja erstmal irgendwie das Teil bekommen. Das heißt, egal wie günstig der Anschaffungspreis ist, die Technik vom Phaeton ist komplex, muss sie aber auch sein, um irgendwo das Fahrgefühl zu gewährleisten. Und das ist genau das, was wir jetzt machen. Das heißt, wir schnappen uns diese beiden Schätzchen mal, ja, und gehen einfach mal eine Runde auf die Straße. Wir starten jetzt also im 2007er Phaeton und es ist mal ein ziemlich erhabenes Gefühl, wenn man vorne diese durchgehende Holzleiste zum Beispiel hat und die Sitze sind einfach unglaublich bequem und das erste Anfahren merkt man quasi gar nicht. Also die Wandlerautomatik passt natürlich hervorragend zum Phaeton und man kann so ganz entspannt hier erstmal rausfahren und ich habe auch eine sehr gute Information über meine Temperaturen, meine Batteriespannung und Co. Von daher kann ich hier ganz entspannt sein und kann ja die Klimaanlage zugfrei ihren Dienst machen lassen. Jetzt an so einem wärmeren Tag, wenn das Auto ein bisschen in der Sonne stand und wenn es in diesem wunderschönen Bentley-Farbton Tantarella ist, ja, oder Tarantella, wie auch immer man es ausspricht, muss man wahrscheinlich Bentley dafür fahren, dann kann man das Ganze einfach so ein bisschen genießen, dass es zugfrei ist und man rollt dahin und man merkt erst mal, dass einem eigentlich gefühlt jetzt erstmal alles egal ist, weil man kriegt von der Außenwelt relativ wenig mit, wenn man bedenkt, dass wir ja 19 Zöller, 2,55 breit drauf haben, die eigentlich schon mal relativ viel Abrollgeräusch erzeugen, dass wir über 2 Tonnen mit uns rumschieben, dafür sind wir halt einfach unglaublich isoliert. Ja, und auch das Gefühl von der Lenkung ist halt einfach so genau die richtige Form von Widerstand. Und ich persönlich finde, das ist halt genau das, was zu dem Auto passt. Wer jetzt immer so den Gedanken hat, ja, aber ich habe doch hier auch sportliche Ambitionen. Ich kann auch meine Dämpfer ganz hart machen. Oder ich kann mir einen W12 mit 420 oder später auch mit 450 PS holen. Ja, das ist alles so gefühlt die halbe Wahrheit. Wer so ein Auto auch in der Stadt fahren will, Standardwendekreis sind 12 Meter. Bei der Langversion 12,5. Und da muss man halt sagen, so ein Auto gehört aus meiner Sicht nicht unbedingt dauerhaft immer nur Stadt, Stadt, Stadt. Wirklich zu Hause ist es ja bei höheren Geschwindigkeiten auf der Autobahn. Da kann es halt einfach Gewicht und Traktion durch den Allradantrieb und den Radstand ja mit
drei Meter und einem Millimeter, also mit über drei Meter Radstand hat einfach ausspielen und diesen Komfort. Das heißt, wenn ich hier so kleine Querrillen, Querfugen habe, dann sowas mag er nicht unbedingt. Aber diese langen Wellen oder einfach dieses Ausgleichen von den generellen Unebenheiten, das ist halt was, was er gut kann. Und es kann auch mit den großen Rädern gut, mit kleinen, ja, ist das wahrscheinlich noch ein bisschen erhabener. Hier hat man halt dann die entsprechende Optik mit dazu. So, wenn man dann so ein bisschen unterwegs ist, kann man sich ja innen mal umgucken, wie ist eigentlich das Thema Übersicht so. Ja, es ist okay. Nach hinten habe ich halt gefühlt, keine Ahnung, wo mein Auto aufhört. Also ich sehe die dritte Bremsleuchte, aber dann kommt noch der ganze Kofferraum. Das heißt, an der Stelle ist die Einparkhilfe ja wirklich nötig. Die 1,91 Breite, ja, ist für heute gar nicht mehr so unüblich. Also ein Cayenne und Co., die sind ja schon auf gleichem Level oder sogar einen Tick breiter. Von daher kommt man damit ganz gut zurecht. Ich finde, die Mittelkonsole ist hier relativ weit rumgezogen. Das, wenn ich jetzt sagen würde, dass es einengt, wäre es schrecklich unfair gegenüber den Vätern, aber da hätte man vielleicht ein kleines bisschen mehr Luftigkeit erwartet. Ja, und wenn man hinten sitzt, halt nach oben das. Aber allgemein, man hat halt diese Ruhe. Und genau das ist halt das Thema. Ich kann ruhig von A nach B kommen. So, und wenn ich jetzt sehe, okay, hier ist alles warm bei dem Auto, dann kommt man natürlich auch mal auf den Gedanken, so ein kleines bisschen Gas zu geben, wenn wir jetzt mal langsamer werden. Klar, es gibt natürlich auch einen Sportmodus von dem Getriebe, den aber gefühlt niemand benutzt. Eigentlich habe ich halt so meinen Kickdown, wenn ich ein bisschen Gas gebe, dann... werde ich schneller, aber das ist von der Akustik sehr zurückhaltend und ich kriege halt einfach nicht viel davon mit. Also wer jetzt wirklich einen Sportwagen sucht, ein 3-Liter Diesel heißt nicht immer, dass man sportlich unterwegs ist. Hier ist es halt das Schöne, er ist akustisch, sehr zurückhaltend und ich merke halt einfach nicht, welche Geschwindigkeit ich habe. Das wiederum bedeutet, ja, die späteren Modelle mit Verkehrszeichenerkennung können durchaus hilfreich sein, um seinen Führerschein dauerhaft bei sich zu behalten. Denn jetzt unbedingt, ja, an der Zapfsäule werde ich auch für sowas gar nicht unbedingt bestraft. Das heißt, ja, lange Distanzen mit hohen Geschwindigkeiten auf der Autobahn, da gehört er irgendwo hin. Deswegen war es auch eine der Grundanforderungen, die der Piech damals formuliert hat, dass ich lange Zeit hohe Geschwindigkeiten zugfrei zurücklege. So, dann wenn wir hier einmal auf Sport jetzt gehen, gucken wir uns den Durchzug mal an. Das heißt, wenn man hier so bei 30 ist, dann das kann man mal machen und dann ist das Langstraßentempo auch erreicht. Aber das mache ich jetzt einmal und habe dabei gar nicht so viel Freude, wie man das in manch anderem Auto hat. Und das liegt nicht an der Beschleunigung, das liegt auch nicht an dem Sound von dem Sechszylinder, der ist völlig in Ordnung. Aber eigentlich habe ich das Gefühl, ich hab mein ganzes Wohnzimmer mitgebracht. Aber mein Wohnzimmer ist gar nicht so schön, denn in meinem Wohnzimmer habe ich viel weniger Leder und ich habe da viel weniger Holz. Und das ist halt einfach so dieses, ich bin mit meinem Zuhause unterwegs. Und wenn ich halt zum Beispiel jetzt andauernd Hamburg, München unbedingt fahren und nicht fliegen wollte, dann wäre der Phaeton halt so ein richtiges Auto dafür. Und man hat halt einfach dieses enorme Sicherheitsgefühl und dieses, was wollen diese ganzen anderen Autos hier? Aber nicht auf diese arrogante, ich fahre einen Mercedes, das Beste oder nichts, Art und Weise, sondern, hallo, ich bin der große Passat und ich habe viel mehr Komfort als alle anderen. Und dadurch ist auch der Neidfaktor bei allen halt viel geringer. Und das ist halt etwas, was man nicht unterschätzen durfte. Das führt auch wiederum zu den Wertverlusten irgendwo. Aber man hat halt dieses Gefühl, ja, und einige sagen dann, ja, es ist so ein bisschen wie so Yacht, Motorboot, wie auch immer fahren. Und das passt doch eigentlich ganz gut dazu. Vor allem, wenn man dann noch Teak irgendwie als Element mit dazu bringt. Auch wenn es in dem Fall halt nicht das Holz, sondern die Sitze sind. Aber einfach dieses, ja, auch wenn man durch eine Stadt rollt und einfach mal halt sieht, wie erhaben man einfach dahin rollt. Das ist halt der große Mehrwert, dass man es dann auch so nur in Vätern bieten kann. Ein 7er zum Beispiel, das wäre den Anspruch, viel sportlicher und direkter zu sein. Aber nein, der Phaeton möchte einfach das beste Auto sein, um mich gar nicht wissen zu lassen, dass ich Auto fahre. Und das ist das, was wir alles 2007 schon bekommen haben. Und wir versuchen jetzt direkt mal den Vergleich zu ziehen. Okay, was hat sich denn da im Laufe der Jahre noch so verändert und kann das ein späterer Phaeton denn noch besser? Jetzt haben wir also unseren Zeitsprung gemacht und sind im Jahr 2014 angekommen. Das erhabene Gefühl ist natürlich ganz genauso geblieben. Und dann merkt man, ja, dieses Isolierte ist ja das, was das Auto auszeichnet. Und das hat sich über die Jahre nicht verändert. Wir haben jetzt in dem Fall ein Holzlenkrad. Damit kann man mich natürlich sofort ködern und ich gebe dafür auch gerne die Lenkradheizung irgendwo auf. Und wir merken, ja, ich sitze jetzt hier einfach noch einen Tick höher.
Sitzverstellung fühlt sich auf jeden Fall edler an. Aber dann merkt man, ja gut, so viel hat sich da gar nicht verändert. Grundsätzlich halten die späteren Jahre die Drehzahl immer einen kleinen Tick höher, aber die Gesamtgetriebeübersetzung ist länger. Das hilft mir einerseits bei dem Spritsparen, in diesen halben Liter bis Liter, den holt er da tatsächlich raus. Auf der anderen Seite ist es auch für die Motoren gut, dass ich eher einen Tick mehr Drehzahl und dafür halt weniger Last habe. So, akustisch kriege ich davon natürlich nichts mit. Und so, wenn man ohne Last fährt, klingen die Sechszylinder erstmal relativ ähnlich. Und unter Last können wir das gleich nochmal im Vergleich haben. Vorteil hier ist natürlich, ich habe das andere Display, habe da einfach noch ein paar Zusatzeinstellungsmöglichkeiten bzw. habe auch die Verkehrszeichenerkennung. Denn wie eben angesprochen, ist halt dadurch, dass das Fahrzeug so leise ist, ist durchaus ja, hilfreich, immer zu wissen, wie schnell ich denn sein sollte. Einfach nur, damit ich ja, da kein Risiko eingehe und ich finde halt auch meinen Weg ein bisschen besser und das alles mit Navi und Co. ist halt einfach angepasst irgendwo an die Zeit, aber man darf da halt nichts zu Modernes erwarten. So, die Schaltvorgänge vom Getriebe sind genauso unmerklich und ja, dieses Gefühl auf der Wolke zu schweben. Das heißt, fahrwerksmäßig hat sich da nichts verändert über die Jahre. Das ist einfach das glitzegleiche Gefühl, was man bekommt. Rein vom Gefühl fühlt er sich noch einen Tick leiser an. Ob das jetzt mit dem Motor oder den generellen Veränderungen zu tun hat, das ist wahrscheinlich ja, Geschmackssache irgendwo in der Sache oder das wird jeder ein bisschen anders wahrnehmen. Aber auf jeden Fall macht das nicht so den großen Unterschied. Und auch jetzt, wenn man hier mal zwischendurch so ein kleines bisschen Gas gibt, dann merkt man, er ist ein kleines bisschen zurückhaltender von der Akustik. Wenn wir fahren jetzt 100 und ich könnte mit meinem Beifahrer flüstern und er würde ja jedes Wort von mir verstehen. Also von daher, das ist tatsächlich ein großer Punkt. Allgemein sind ein paar Bedienmöglichkeiten mit hier hoch ins Display gewandert. Das sind aber alles Kleinigkeiten. Das generelle Gefühl, was ich bekomme, ist unglaublich ähnlich. Er ist halt ein Tick leiser. So, was das Fahrwerk an sich angeht, ja, ich habe jetzt diese Verstellmöglichkeiten, die können wir jetzt an der Stelle auch mal ausprobieren. Das heißt, standardmäßig habe ich halt hier das Ganze Richtung Komfort orientiert. Das kann man da halt noch weiter in den Komfort verschieben. Dadurch hat er halt immer so ein sattes Wippen, würde ich mal sagen. Das heißt, es ist nicht so ein normales Nachwippen, sondern das Luftfahrwerk setzt sich da sehr satt. Und auf der anderen Seite, wenn man sagt, okay, wir stellen das jetzt mal ganz auf Sport, dann, ja, die Worte eben aus dem 07er gelten noch ganz genauso. Wer einen Sportwagen möchte, ist beim Phaeton definitiv völlig falsch. Das hat auch mit dem Gewicht zu tun. Aber ich habe noch mehr das Gefühl, isoliert zu sein. Das heißt, man hat da ganz eindeutig nicht dran gearbeitet, die Schwächen von dem Auto wegzubekommen, zum Beispiel das Gewicht, sondern hat sich auf die Stärken konzentriert. Und das haben wir hier. Also ich merke einfach nichts davon. Und es fühlt sich ein Tick moderner an. Wenn ich jetzt allerdings jemanden sagen wollen würde, hey, du brauchst unbedingt folgendes Modell, würde ich sagen, das ist jetzt reine Geschmackssache. In dem Fall hatte ich halt Euro 5, was eindeutig dafür spricht. Und diesen Tick leiser zu sein. Und jetzt sind wir irgendwo auf der härtesten Stellung unterwegs. Einen großen Unterschied macht das mit den Dämpfern aus meiner Sicht nicht. Man muss halt bedenken, die Grundkonstruktion ist auch im Bentley Continental zum Beispiel drin. Und wenn es für den Bentley gut genug ist, dann ja, ist es auch gerade so gut genug für den Phaeton, denn man wollte ja das beste Auto bauen. So, das gleiche Spiel wie eben mit den 2007. Auch hier gehen wir mal kurz auf Sport. Auch hier sind wir irgendwo mit 30 unterwegs. Das Auto ist ja angenehm warm, wenn man ein bisschen Gas gibt. Oben klingt ein bisschen kerniger, der EA897. Und auch hier, ja, der Standardsprint auf 100 dauert ähnlich lange. Ob er jetzt schneller oder langsamer ist, das wird auch im Endeffekt wieder genau an der Ausstattung liegen. Und dann in den Kurven. Die Lenkung hat jetzt nicht so eine tote Mitte, ist allerdings ziemlich leichtgängig. Aber auch das ist halt einfach Charakteristika von dem Fahrzeug. Es geht hier nicht um den sportlichen Anspruch, sondern einfach um das Dahingleiten. Das haben wir in beiden Autos gleichermaßen bekommen. Wenn dich jetzt jemand fragt, ja gut, welches Modell ja, was sollte ich kaufen, was nicht. Wie gesagt, meine Tipps gehen da zu den 239 oder zu den 245 PS Dieseln. Auf das genaue Jahr würde es mir persönlich da nicht ankommen, weil auf die Verkehrszeichenerkennung zum Beispiel könnte ich verzichten. Und der beste Punkt ist halt Geräuschdämmung, die ich in beiden bekomme. Ja, und für wen sich das jetzt lohnt, so viel Geld in die Hand zu nehmen und wie viel ist so viel denn eigentlich, das schauen wir uns mal zusammen im Fazit an. Wir haben uns heute ein wirklich spezielles Auto angeschaut, was auch ja, viele spezielle Menschen irgendwie angezogen hat. Ja, es war die Idee
von einem ja, genialen Konstrukteur, der es mit aller Macht durchgedrückt hat, inklusive einer gläsernen Manufaktur, die man extra gebaut hat. Ja, 84.000 Kunden haben sich am Ende für einen Phaeton entschieden. Ja, und was haben sie bekommen? Wir haben uns heute das Design angeschaut, was klassisch und zeitlos ist. Wir haben uns die Technik angeschaut, die auf der einen Seite viel Großserie beinhaltet, aber auch einfach unglaublich viele Innovationen und Besonderheiten. Und sei es nur, dass ich meine Gurthöhe elektrisch verstellen kann. Ja, und dann kommt man irgendwie zu dem Thema, ja, will man so ein Auto denn jetzt eigentlich haben? Es gibt natürlich ja nur Gebrauchte und die sind preislich schon ein bisschen gestreut, aber gar nicht so sehr. Es gibt da so die Kategorie Phaeton unter 5.000 Euro. Das ist für alle unter euch, die sehr mutig sind und auch gerne mal so ein bisschen Wartungsstau in Kauf nehmen, die so ein kleines Projekt für zu Hause suchen. Und das Ganze geht dann hoch bis, ja, sagen wir mal 20 oder 25.000 Euro. Aber da bin ich dann ja schon irgendwo am oberen Ende unterwegs. Und wir haben halt heute den Vergleich gemacht, was hat sich im Laufe der Zeit verändert. Alles ist noch diesen kleinen Tick stilsicherer geworden und seien es nur die Knöpfe, um eine Sitzverstellung zu haben. Und sind noch ein paar Farben mit dazugekommen und ähnliches. Aber das Wichtige ist die technische Basis und die ist ähnlich geblieben. Ja, und das merkt man an solchen Ecken wie die Scharniere von meinem Kofferraum. Die sind halt einfach für die Ewigkeit gebaut. Wer sollte sowas jetzt also kaufen? Alle, die unendlich viel Komfort wollen und etwas Besonderes, aber gar nicht damit irgendwie ja, so viel ausstrahlen wollen, sondern es einfach für sich selber genießen. Und das ist halt leider ein Klientel, und dass man gar nicht so viele Kunden gefunden hat. Darum bin ich sehr gespannt, wann, wie, ob der Phaeton mal einen Nachfolger bekommt. Denn ja, viel wird diskutiert und wenig, was man irgendwie auf der Straße sieht. Aber dann kommen wir mal zu unserem Car Ranger Score in die einzelnen Kategorien. Da wäre die Anschaffung. Wir haben ja Autos mit einem sechsstelligen Nullpreis. 136.000 Euro hat dieser schöne Phaeton mal gekostet, als ein VW-Vorstand sich dafür entschieden hat. Ja, und jetzt, wie gesagt, reden wir von Preisen, die irgendwo bei 5.000 unterwegs sind. Dann vernünftige Exemplare, da sind wir so bei 10.000. Wenn man dann Richtung GP3, GP4, also diese moderneren Varianten auch mit den LED-Rückleuchten geht, ja, dann legt man dann mal 15.000 oder 20.000 Euro hin. Aber im Vergleich zum Neupreis ist das einfach nichts. Und dementsprechend gibt es 9 Punkte für die Anschaffung. Beim Unterhalt, ja, da geht das Bild dann extrem auseinander. Einerseits, für welchen Motor habe ich mich entschieden? Andererseits, was ist denn kaputt? Und es kann so eine Kleinigkeit am Motor sein, wo ich mal 30 Euro für ein Teil ausgebe. Es kann da mal sowas wie ein Dämpfer von meinem Luftfahrwerk sein, wo ich mal 400 Euro ausgebe, wenn ich in das Bentley-Regal greife. Oder es können dann die wirklich spezifischen Teile sein und dann wird es teuer. Die Verbräuche vom Wechsel sind, aber diese sind natürlich gut kalkulierbar und okay. Deswegen gibt es beim Unterhalt ja schmeichelhafte 6 Punkte. Wenn er läuft, dann läuft er. Beim Platzangebot gibt es 9. Er kriegt den 10. Punkt nur nicht, weil natürlich ein Kombi oder Van oder sowas immer praktischer sein wird. Aber wenn es nur darum geht, Mitfahrer zu haben oder mich selbst zu transportieren, mehr Platz geht nicht. Ich meine, wir haben hier eine kurze Variante, in der ich zu viel Platz habe, und wir haben eine lange Variante, wo ich keine Ahnung, also wenn ich drin leben würde, ist es gefühlt größer als meine Wohnung. Ja, und dann ist das Thema Komfort. Und beim Komfort gibt es 10 von 10. Man wollte das beste Auto bauen. Und man merkt es an allen Ecken und Enden. Und vor allem, wenn es darum um Themen wie Isolation oder einfach nur die Qualität des ganzen Chassis der Karosse geht, dann merkt man das halt. Und das bringt ihm halt diese 10 Punkte. Leider sehen das nicht alle so. Und dann wird es halt beim Thema Wiederverkauf so ein bisschen schwierig. Das gute Thema ist, der eigentliche Wertverlust ist schon durch. Denn wenn ich dieses Auto mal für 136.000 Euro gekauft habe und habe dann nach 3-4 Jahren gemerkt, dass es noch ein Zehntel des Wertes hatte, dann war ich wahrscheinlich sehr traurig. Aber jetzt ist man eigentlich bei dieser Talsohle schon irgendwo durch. Die Werte halten sich. Aber so ein Phaeton verkauft man halt nicht über Nacht, denn es gibt wenige, die es zu schätzen wissen. Daher gibt es nur 4 Punkte für den Wiederverkauf. Trotzdem, für den Kopf gibt es 38 Punkte, was ihm zu einem unglaublich vernünftigen Auto macht. Es ist halt ein Volkswagen für die Leute aus dem Volk, die es halt irgendwo geschafft haben. Dann kommen wir zu den Themen, die mein Herz ansprechen. Und das ist das Design als allererstes. Und ja, für die eine oder andere Person ist das halt einfach ein großer Passat. Aber man hat es halt geschafft, irgendwie ein zeitloses Auto ja, zu entwerfen, das dann halt nur so einzelne Retuschen über die Zeit erfordert hat, um immer noch modern auszusehen. Und zeitlos wird er halt immer bleiben. Er kriegt von mir 7 Punkte fürs Design. Vor allem aber auch wegen diesen netten Details, die man überall hat. Ja, und die machen auch das Fahren angenehm. Beim Fahrspaß gibt es 7 Punkte. Ja, es sind Autos, die fast 2,5 Tonnen wiegen. Ja, die Beschleunigung und ähnliches gibt mir nicht den Fahrspaß. Aber es ist halt einfach dieses ruhige Gleiten und Genießen, was die Freude irgendwo ausmacht. Dazu trägt auch die Ausstattung bei. Da gibt es 8 Punkte. Es gibt eigentlich alles, was das VW-Regal irgendwo hergegeben hat. Aber im Laufe der Zeit, wenn man zum Beispiel so ein 214 hat, merkt man, da waren die anderen Hersteller halt schon ein bisschen weiter. Wobei ich halt sagen muss, ich habe Massagesitze hinten. Wo bekommt man sonst sowas schon noch geboten? Beim Klang gibt es dann nur 6 Punkte. Ich höre nicht viel.
ich will auch gar nicht viel hören. Und der eigentliche Klang spielt sich in der Komfortwertung ab, nämlich ich habe einfach meine Ruhe. Und dieses, ja, seine Ruhe haben, ist auch das, was man irgendwo im Image sieht. Da gibt es auch 6 Punkte. Das ist nicht das Prollo-Auto, wo alle sagen, oh wow, krass, du hast Individuallogos, ich bin total neidisch. Sondern eigentlich freut man sich nur selber, wenn man auf das Auto zukommt, dass man halt diese Individuallogos hat oder dass man weiß, man hat Massagesitze hinten und ähnliches. Das ist nicht das Stammtisch-Angeberauto. Deswegen gibt es da diesen Abzug, der eigentlich eine Belohnung ist. Denn wenn man es kennt, dann ist die Imagewertung auch deutlich höher. Macht ja für mein Herz nochmal 34 Punkte und insgesamt 72. Also ein unglaublich guter Score für den Phaeton. Und er ist so ein bisschen der Geheimtipp, der eigentlich kein Geheimtipp ist. Denn eigentlich jeder, der so ein bisschen mit Autos zu tun hat und man fragt, was ist eigentlich mit dem Phaeton? Ja, gutes Auto. Luxus und so. Und am Ende wird doch immer irgendwas anderes gekauft, was ihn immer so diesen kleinen Geheimtipp-Status bleiben lässt. Meine Empfehlung, wie gesagt, sucht mal nach dem schönen GP3, GP4 oder wenn ihr das dieses Design mögt, vielleicht auch hinter den Modellen davor. Und dann werdet ihr beim ersten Fahren erleben, Momentchen mal, ich bin hier in einer ganz anderen Welt unterwegs. Eine andere Welt erwartet uns dann logischerweise auch nächste Woche. Euch bis dahin immer gute Fahrt und ciao.